Weiter geht's bei unserem kleinen mittelalterlichen Dorf Nerdica, wo ein wunderschöner Marktplatz angelegt wird von unseren besten Ingenieuren. Und hier an der Seite steht bereits ein wunderschöner Handelsposten, der die feinsten und besten Kostbarkeiten aus Fernost direkt hierher liefert. Zu uns, meine Lieben. Und wir machen weiter, unbedingt weiter. Und immer weiter. Also, wir haben ein bisschen was zu tun und ich erkläre euch mal, was wir tun werden und wo wir es tun werden. Also, als allererstes kommt hier ein Händler. Das heißt, wir werden gucken, dass wir unser Fleisch verkaufen. Deswegen gucken wir jetzt als allererstes. Wir haben 1148 Fleisch. Das wird natürlich konstant weggefuttert, aber wir haben immer so ein bisschen, was im Verderbungsbereich ist. Deswegen aktivieren wir das mal und ich möchte gerne so, ja sagen wir mal, 150 hätte ich hier gerne so ganz grob, ja, einmal im Handelsposten. Dann rennt die gute Dame los, holt sich das hier, damit wir auf jeden Fall eine Ware haben, mit der wir hier arbeiten können und die wir verticken können. Also sieht, finde ich schon mal, also das sieht schon mal ganz gut aus. So, langsamer können wir es nicht machen, hier wird nämlich gebaut. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir wieder mehr Produktion in der Sägegrube haben. Und da müssen wir immer so ein bisschen drauf achten, wie viele Leute. Wir haben 4. Oh, das ist nicht gut. Wo wir übrigens zu einem weiteren Thema kommen. Wir müssen uns darum kümmern, dass unser Dorf größer wird. Nämlich, warum? Mein erklärtes Ziel als nächstes ist die Schule. Das Problem ist allerdings für die Schule, jetzt gucke ich euch, jetzt zeige ich euch das mal, brauchen wir Lehm. Für Lehm brauchen wir, das ist hier, Holz, das ist erstmal kein Problem, aber wir brauchen dafür eine Wagenwerkstatt. Für die Wagenwerkstatt brauchen wir vor allen Dingen eins, mehr Leute, ja, damit die da auch arbeiten können. Also allgemein brauchen wir mehr Leute und mehr Leute würde sich anbieten, da wir, jetzt blende ich uns mit F4 die Vorkommen wieder ein, und auch die Namen der Leute mal, dass wir hier unten haben wir Lehm, alternativ, und jetzt mache ich doch nochmal die Pause, alternativ hätten wir das Ganze hier oben, aber das finde ich ist noch sehr, sehr, sehr weit weg. Also das würde ich ungern anzapfen. Langfristig müssen wir natürlich noch eine Straße bauen, einmal hier runter, dass wir zu den Fischen kommen. Da haben wir aber momentan einfach zu wenig Leute für, um so große Bauprojekte zu machen. Was wir aber definitiv machen müssen, ist der hier, den brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt checken wir noch einmal ganz kurz. Er ist schon durch. Dann können wir ihn bitte einmal... Tja, wo packen wir ihn denn hin? Da hinten, würde ich sagen. Lassen wir ihn einmal sammeln. Da geht ja ein Weg hin. Welchen Weg er auch immer dahin nimmt. Das ist nun sein Bier. Da haben wir auch noch eine ganze Menge. Da ist ein Wildschweingehege sogar. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist die Frage, wo wir ihn hinschicken. Ich möchte ihn ja schon auch irgendwo in der Nähe haben. Da haben wir noch 14 Eier. Das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu wenig. Nee, wir müssen ihn eigentlich... Das Problem ist, er muss natürlich jetzt auch so weit gehen für alles, ne? Wir werden ihn mal dahin stecken, bitte. Ja, einmal da, bitte. Und dann sollte das eigentlich hier passen. So, dann müssen wir natürlich auch noch hier ein neues Feld anlegen. Und das sind so die Pläne für die Zukunft, dass wir in Richtung des Lehmvorkommens kommen. Da müssen wir die beiden Sumach-Bäume hier wegmachen. Und auch da habe ich schon mal gecheckt. Das würde sich nämlich extrem gut passen. Hier ist auch keine extrem große Fruchtbarkeit. Hier ist gut Attraktivität. Ihr seht das Ganze und wir haben hier vor allen Dingen auch eine große Trockenheit. Ist natürlich doof, wir könnten dann hier vorne oder hier einen Brunnen setzen, aber ist eigentlich schön, wir können nämlich einen Marktplatz bauen. Um den Marktplatz herum riesige Gebäude, sodass wir hier wirklich Gebäude haben, die dann hier ein zweites Industriegebiet versorgen können. Das werden wir dann erstmal hier in Richtung Lehm bringen, hier unten. Und wir können auch in der Zeit mal vielleicht hier unten nochmal ein bisschen weiter gucken, was es hier noch so gibt. In die Richtung. Checken wir mal, was es hier so gibt. Hoffentlich keine weiteren Bären. Oh Gott, das ist auch schon wieder ein Mistwetter hier. Und dann gucken wir mal, wie wir da mit umgehen. So, jetzt haben wir hoffentlich genug Holz. Genau, was natürlich auch noch auf der Liste steht. Ihr merkt,
wir haben echt genug zu tun, ist ein Arbeitercamp, damit wir natürlich auch da stabil Holz benötigen. Aber dafür brauchen wir erstmal unsere neue Siedlung hier unten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und da würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir die hier vorne dann hinsetzen. Dann wirklich als nächstes, denn ihr seht wahrscheinlich, ja, wir haben echt Probleme mit Leuten. Das wird hier echt zu wenig. Das liegt gar nicht mal daran, dass wir nicht genug haben, sondern dass einfach nur... Ja, was heißt nur, es arbeiten nicht allzu viele, denn die meisten sind Kinder und wir müssen jetzt allerdings natürlich auch anfangen, eine Schule zu bauen für die Kinder, denn wenn wir keine Schule haben, bekommen wir später Probleme. Also Schule ist für uns erstmal erklärtes Ziel Nummer 1. Und natürlich hier 11 Monate, ganz klar, wir müssen natürlich auch überleben. So, dann gucken wir mal hier rein, was der Gute für uns übrig hat. Das Ganze funktioniert übrigens wie folgt. Der Händler kommt hier zu euch und hat im Prinzip seine Waren dabei. Ihr seht hier den Trader 1 und ihr würdet dann auch den Trader Nummer 2 sehen, der hier unterwegs ist. Und der Gute, das ist der Gute Acta of the Iron Clan. Abreise in 44 Tagen und er würde uns... Unterdurchschnittlicher Preis. Der Händler kauft diese Ware. Ja, das ist nicht das, was ich brauche. Der kauft Schuhe, der kauft Bier, Goldnuggets, kauft der Eisenerz, er verkauft Fisch. Ein Kettenhemd, das brauchen wir alles nicht. Es tut mir ganz schrecklich leid. Wir könnten natürlich ein bisschen Fisch bei ihm kaufen für 3. Dann hätten wir mal ein bisschen... Ah, wir müssen auch erst Gold einlagern. Och, Leute. Goldtransfer bitte. 140. Ne, wir müssen erstmal den ganzen Kram da bauen. Gut, also erstmal wird das hier gebaut. Und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Gold transferieren. Die Frage ist halt, können wir eventuell... Wir machen doch mal langsam weiter. Können wir hier vielleicht irgendwas Sinnvolles verkaufen? Aber der braucht Leinenkleider, ne? Ne. Wir haben nichts. Wir haben überhaupt nichts für ihn. Wie sieht es überhaupt mit Essen aus? Ja, Essen kommt jetzt wieder ein bisschen was rein. Bogen und Pfeile haben wir genug. Kräuter auch, die werden auch irgendwann schlecht. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine leckere Gulaschsuppe mit einem Paket Kräuter uns brutzeln können. Das wäre natürlich auch was Feines. So, es ist der zweite Händler gleich da. Dann müssen wir mal sehen, was wir mit ihm machen. Wie sieht es mit den Feldern aus? Bobobonen und Kohl. Was? 500? Sehr gut. Und das gibt 800. Oh, das ist eine gute Ausbeute. 800 ist echt gut. Leute, guckt mal, unser erster Garten ist fertig aus. Das ist toll. Ah, das Spiel ist so herrlich. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und checken mal, was Nummer 2 hat. Trader 2. Wir können ihm nicht unser Fleisch verkaufen. Steine würde er nehmen. Zu 5 sogar. Was vertickt er uns? Felle? Nein. Echt jetzt? Mega. Oh, der... Moment, da muss ich mal... Oh, da müssen wir in die Pause gehen. Das ist ja eine geile Ausbeute. Der hat ja ein paar schöne Sachen dabei. Also mit ihm könnte man Räucherfleisch kaufen. Das ist mir egal. Also Räucherfleisch braucht man nicht. Dann würde ich sagen, verkaufen wir ihnen echt mal ein paar Steine. Die Frage ist, wie viel? Nein, ich habe noch keine Steine gelagert. Ah! Wir lagern mal 20 ein. Lagern mal 20 ein, bitte. Bestätigen. Und mein bester... Wer arbeitet hier? Silas. Sehr schön. Silas, 21 Jahre alt. Dann mach dich mal auf den Weg und dann gucken wir mal, dass wir das mal hier, dass wir ein paar Steine einlagern. Sehr gut. So, ich mache uns mal wieder die Namen an. Ich weiß, es sind erst 10 Minuten vergangen, aber ich mach's mal, damit wir hier auch mal sehen, wer hier rumrennt und wo. So. Gott, Karina, das war aber weit draußen. Klar, Kräuter. Das zahlt oder zollt hier sein Tribut. Wie sieht es denn allgemein aus? 11 Monate, ah, das ist nicht allzu viel. Wir müssen hoffen, dass wir eine gute Ernte einfahren. Matti und Tom sind am Erkunden hier hinten. Hoffen wir mal,
Das ist... Nein! Da ist noch ein Tonvorkommen mit 800. Boah, das ist super. Das heißt, hier hinten die Ecke ist sehr gut. Gefällt mir. Jetzt müssen wir mal hier bleiben, mal gucken, ob wir hier Probleme bekommen könnten. Nee. Also, Schniggi passt. Wir brauchen natürlich auch irgendwann einen zweiten Keller. Das habe ich hier, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wie sieht es denn hier bei unserem Keller aus? Boah, der ist ja fast voll. Ist ja kein Wunder, dass das alles so schnell verrottet. Ah, das ist uncool. Den können wir aber wirklich hier unten hinbauen. Und dann hier in diese Richtung auch einen weiteren Sammler. Denn wir haben hier nur mehr als genug zum Sammeln. Ja. Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, das passt. Gut, also, das ist gut. Hier vorne wird weiter gebaut. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt die Steine hier haben. Haben die Steine jetzt hier drin? 6 von 20 sind da. Die könnten wir doch theoretisch 6, waren wir es nicht gerade noch? Nee, bei ihm wollen wir die haben. Genau. Könnten natürlich 6 Stück schon verticken. Nee, wir warten erstmal, bis die 20 da sind. Und dann gucken wir mal weiter. Wie lange bleibt der Typ denn noch? 48 Tage. Ja, gucken wir mal, dass das ausreicht. Okay, gut. 48 Tage wäre ja ungefähr da, ne? Okay. Naja, ist dann so. So, was haben wir hier hinten? Boah, das sieht aber auch toll aus. Was haben wir hier? Nein. Guck mal, wie fruchtbar das ist. Wasser haben wir hier auch ohne Ende. Meine Güte. Also das ist eine ganz tolle Ecke hier hinten, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr schöne Ecke. Und da würde ich auch mal zusehen, dass wir vielleicht hier so einen Weg hier geschwungen in die Richtung hier weiterbauen. Oh! Tom! Nein, wie geht's dir? Arbeitsunfähig? Wurdest du vom Blitz getroffen? Ach, oh Gott, Tom, stell dich bloß nicht unterm Baum. Wenn der Blitz kommt, auf ein Bein stellen und hüpfen. Nein, also das Hüpfen, ihr könnt euch ersparen, aber auf ein Bein stellen auf jeden Fall. Wenn ihr auf zwei Füßen steht, der Blitz einschlägt, dann habt ihr bei dem Feld, was sich bildet, also auf jeden Fall ist es blöd. Auf ein Bein stehen ist am besten. Klein machen. Tom, mein Bester. Ich hoffe, es geht dir gut. Tom, wie geht's dir? Tom? Tom? Gut. Man weiß es nicht. Tom starrt den Baum nieder. Ich wage zu bezweifeln. Durch was ist er denn jetzt durchgewandert? Durchdickicht. Naja, okay, das ist jetzt nicht so dick hier. Das ist schon okay. Hier gibt es auch keine wilden Tiere hinten in der Ecke. Außer den einen Bären, den haben wir erlegt. Schön, gefällt mir. Schöne Ecke. Tom wird sich hier mit Sicherheit wohlfühlen. Ja, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall weiter hier machen. Denn wir haben immer noch tierische Probleme. 4 Leute. Machen wir ein bisschen schneller. Wir brauchen erstmal, müssen wir uns ums Essen kümmern. Also, wir haben Fleisch genug. Wir kriegen ein paar Beeren und sowas. Haben wir jetzt das... Die Steine hier, 2 fehlen noch. Okay, gut. Also, dann bauen wir als nächstes bitte den Wagenbauer, damit wir mal hier vorankommen. Und da brauchen wir 5 Steine, das passt. Und 30 Planken. Einmal dahin bitte. So. Gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen umbauen. Die Gerberei, die brauchen natürlich jetzt nicht so viele Leute. Da müssen wir jetzt einfach mal welche abziehen. Wir checken mal, ob die Leute so halbwegs glücklich sind mit der Entscheidung. Nicht wirklich. Also wir brauchen die 4 eigentlich. Aber ja, wir schauen mal, ob wir da vielleicht dann auch ein paar Klamotten kaufen können. Aber die Zufriedenheit, das sieht ja erstmal gut aus. Also... Wenn ich mir das hier angucke, Geburtenrate sieht gut aus, 70, 60. Ja, gut. So, Sägegrube haben wir 3 Leute, mehr geht nicht. Räucherei passt. So, da haben wir schon einen rausgenommen. Ah, mehr geht jetzt einfach nicht. Besser wird's nicht. So, wie sieht's mit dir aus? Du bist da am Jagen. Wir müssen auch mal die Jagdgründe jetzt einmal kontrollieren. Ne, du bist da am Jagen. Du bist da. Da gibt es immer noch 7. Okay. Gut. Kein Problem. Einmal dich bitte.
Du sammelst hier hinten. Da gibt es immer noch was. Ah, die Wege sind jetzt sehr weit, ne? Das ist einfach so. Da hinten gibt es auch noch was. Das passt soweit. Gut, alles klar. Weiter geht's. Ich denke, wir können jetzt durchaus mal gleich auf Geschwindigkeit 2 gehen. Aber da ist Silas. Bring uns die beiden Steine, mein Bester. Wir brauchen sie ganz dringend. Und er braucht auch noch 30 Steine. Ach je, ach je. Ja, Gold ist in dem Fall wichtiger. Also. So. Wir wollen... Nee, falsch. Falsch. Wir wollen die 20 Steine natürlich verkaufen. Zack, da kriegen wir 100 Gold für. Bop. So, dann haben wir 100 Gold eingelagert. Sehen wir die irgendwo? Jetzt bring die bloß nicht weg. Beliefert den Handelsposten. Ja, bring die bloß nicht weg. Also wir haben jetzt hier 100 Gold. Und was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich Klamotten. Die Frage ist jetzt, fehlt es uns an Fellen? Nein. Wir haben Schuhe genug. Die müssen die einfach... Habe ich die hier deaktiviert, dass sie keine Schuhe kaufen dürfen? Nö, die kaufen ja einfach nichts. Die Schuhe kriegen sie, wo auch immer sie sie herkriegen. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Trader 1 würde uns verkaufen. Nee, Klamotten kauft er. Trader 2. Fleisch haben wir genug. Wir könnten ein paar Felle machen. Oder halt schon Ton. Aber wir kriegen nicht genug für unsere Schule zusammen. Wie viel kostet unsere Schule? Das erhöht natürlich auch unsere Produktivität. 25 wäre eine Option. Stämme brauchen wir nicht. Was ist das? Weide. Ah, das haben wir auch noch nicht, ne? Das brauchen wir auch irgendwann. Einfache Waffen brauchen wir nicht. Schuhe. Produzieren wir Ton oder Felle? Ich würde sagen, wir decken uns sicherheitshalber mit Fellen ein. Nicht, dass wir hier Probleme bekommen. So. Einmal für 96 bitte. Das sind 12 Felle. Und ja, ich denke, wir transportieren das gleich ins Siedlungsinventar. Gut, dann haben wir noch 4 übrig. Das kann hier drinnen liegen bleiben. Dann passt das. Sehr schön. Steine und Holz ist die Maßgabe. Da müssen wir erstmal gucken mal nach Steinen. Da können wir gerne einmal da bitte. Und Holz haben wir noch 25. Da hoffen wir einfach mal, dass das so bleibt. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Da pflanzen wir gleich an. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen Unkraut gejätet. Dann sind wir bei 296. Was versemmelt uns... Was? 300? Ist das cool. Was versemmelt uns da das? Die Fruchtbarkeit. Die können wir noch ein bisschen erhöhen, wenn wir Sand haben. Das ist kein Problem. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Sand reinmachen. Ah, sollten wir aber nicht zu viel machen. Vielleicht eine Nuance mehr maximal. Was würde das denn bringen? Das bringt da keinen Unterschied. Okay. Hier. Zielbodenbonus plus 10%. Also es würde minimal was bringen, wenn wir das ein ganz bisschen verschieben Richtung Sandboden. Da müssen wir natürlich gucken, wo wir irgendwo Sand finden. Nein, da ist er. Ah, perfekt. Da ist die Sandgrube. Also da geht's lang. Hier hin, Sandgrube. Da hinten, das bauen wir dann ab. Und dann kriegen wir das auch hin. Sehr schön. So, Essen. In 3 Monaten ist Essen verdorben. Das ist uncool. Aber wir kriegen ja auch bald was. Haben wir denn jetzt genug produziert? Ja. Und ein neuer Dorfbewohner wurde geboren. Okay. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut mit dabei. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Unser Kompostplatz läuft. Das funktioniert. Die hat natürlich hohe Reisezeiten. Das ist halt einfach mal so. Jetzt sollten wir uns wirklich mal angucken, dass wir hier in diesen Bogen einen Marktplatz reinbauen und von eben diesem aus mit 10 und 30, da werden wir den Bau erst nochmal deaktivieren. Ihr seht die Reichweite und das wäre in meinen Augen wirklich perfekt. Ich setze den schon mal hin, werde aber hier den Bau aussetzen und Bau auch aktiviert. Und dann könnt ihr bitte mal sagen, was ihr davon haltet. Ich finde den Marktplatz wirklich hier sehr schön. Und dann würde ich hier, was das Wasser angeht, hier würde ich
die Pumpen einmal in die Richtung hier unten setzen. Ja, einmal hier hin. Und vielleicht einmal hier vorne hin in diese Richtung. Denn hier haben wir einfach noch keine. Da ist eine. Ja, die können wir dann auch hier unten hinsetzen. Und dann sieht das gut aus. Okay, da brauchen wir nichts. Das Rehwild kommt. Oh Gott, Bambi hat Hunger. Und da haut's ab. Christian fällt ein paar Bäume. Ja, das kannst du gerne machen, das ist kein Problem. Wir können uns nochmal auf den Weg machen und schauen, ob wir noch ein paar tote Bäume finden. Nein! Was ist denn das hier? Oh, 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 oh. Ach Gott, Balu ist unterwegs. Oh je, oh je, oh je. Da kommt das Rehwild. Komm, hau ab. Müssen wir... Oh, das ist gut, dass wir den entdeckt haben. Jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Da müssen wir jetzt wirklich mal beibleiben. Oh, Igor, Mensch, hau ab da unten. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Hau bloß ab. Oh, 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 oh. Igor, weg da. Weg, 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 weg. Einmal Glocke läuten. Einmal da rein. Igor. Da rein. Ich hoffe, du hörst mich. Igor! So, Würmer. Ja, sind wir dabei. Arbeiten wir dran. Kleidung, Schuhe... Alles okay, sauber sind sie auch jetzt wieder, nachdem wir die Misthaufen abtransportiert haben. Verbessern nicht möglich. Einmal bimmeln. Igor, hau ab da jetzt. Los! Sieh zu, dass du Land gewinnst. Der greift echt... Was? Im Ernst jetzt? Der greift ein Gebäude an? Oh Leute, oh Leute, Leute. Im Ernst? Panda? Wirklich? Wie geil! Panda, mein Bester. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich ziehe meinen Hut vor... Leute, ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Da steht ein Monster am Essen... Und der gute Panda geht hin, zückt seinen Bogen, im Angesicht des Todes zieht ihn auf, lässt dem Bären, ja, das Ding zwischen die Arme gleiten und wir jagen ihn mal dahin. Kommt, mein Bester. Lauf! Lauf doch! Tom, du auch bitte. Im Ernst jetzt? Du sollst da rein! Bewegt sich zum Zielort. So, der Bär haut ab. So, also. Jetzt ist die Maßgabe... Alle auf den Bären. Dich kriegen wir. Du flüchtest hier nicht. Tja... Leg dich niemals mit den Nerds an in Nerdica. So und nicht anders, meine Lieben. Wunderbar. Das haben wir wunderbar gemeistert. Ihr dürft euch jetzt gerne gegenseitig die Hand geben im Chat. Oh, guck mal, der nächste Blumengarten ist fertig. Oh, das wird sehr hübsch aussehen. Und da mitten in den Blumen liegt ein toter Bär. Na toll. Und dann hoffe ich mal, dass wir hiermit irgendwann auch die 30 Attraktivitätsbonus schaffen. Dass wir hier wirklich auch weiterbauen können. Sehr gut. Okay, also... Das Thema haben wir. Jetzt brauchen wir natürlich noch bitte hier einmal die Priorität. Das muss natürlich schon zuerst gebaut werden. Und dazu fehlen uns die Steine. Können wir die Steine auch... Ja, Steine werden gerade abgebaut. Das sieht gut aus. Jetzt sollten wir uns zum Schluss in dieser Folge nochmal mit dem Sammeln beschäftigen. Dass wir bitte dich einmal... Das mal hier wirklich in die Nähe... Da hinten einmal bitte. Und der Sammler. Der kann eigentlich... Ah, da hinten ist noch nichts, aber hier ist schon eine ganze Menge. Da auch. Okay, komm. Einmal hier vorne. Oh, da ist ja noch Blattgemüse. Dann sammeln wir einmal da bitte. So, gut. Haben wir das auch? Da gibt es noch ein paar Nüsse. Kriegen wir die auch noch mit rein? Ein Nüsschen wäre ja auch was. Ah, kriegen wir nicht. Doch, kriegen wir. Haha. Einmal da ein Nüsschen, bitte.
So, dann haben wir noch ein paar Nüsse drin und dann würde ich sagen, sieht das doch sehr gut aus. Das nächste Häuschen ist schon in Planung. Danach gibt es in der nächsten Folge auf jeden Fall das Tonvorkommen, sobald er hier oben fertig ist. Und ja, ein bisschen verunkrautet, aber auch hier wächst jetzt das nächste Gemüse und ein bisschen Bohnen. Und dann haben wir hoffentlich auch genug zu essen über den Winter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategien. Ciao, ciao.